Let's go. Bei 102 Beschwörungen. Wir haben natürlich dann noch ein paar andere kleine Sachen, aber 102, beziehungsweise 103 sind es. Es sind 103 Beschwörungen. Wie viele Legis? 0 bis 1, 2 oder mehr? Wollen wir Opening machen? Habt ihr Bock? Wie gesagt, meine Wünsche sind selbst auch alles, was Dupes sind. Dadurch, dass ich halt, weil man halt jedes Legendäre damit viel, viel besser macht. Valeria wäre halt ganz cool von Dupes her. Blackhorn wäre noch ganz cool auf jeden Fall. Ich nehme hier auch noch, um die Stats einfach zu verbessern, natürlich auch. Dupes Brand nehme ich gerne, Dupes. Genau, alle unentschieden. Alles klar. Alles klar. Let's go. Good luck. Ja, mal schauen. Mal schauen, was kommt oder auch nicht kommt. Mal gucken. Wir machen aber auch ein paar 10er Summons dazwischen, ja. Also ein paar 10er Summons kann man schon mal machen. Ne? Aber nicht alle. Nicht alle. Ich bin da so ein bisschen oldschool, ja. Wie Mortis halt. Okay, erstes episches. Blitzer. Brauchen wir nicht. Melitzer. So, okay, machen wir erstmal weiter hier. Ein bisschen Speed-Mode rein. Setze. Wie gesagt, ich brauche von den ganzen Elite-Sachen gar nichts mehr. Also überhaupt nichts. Auch für die aktuellen Fusionen oder sowas nicht. Natürlich, wenn man jetzt noch Fusionen braucht, ist natürlich hier die ganzen Elite-Sachen natürlich mega, mega gut hier. Unter anderem natürlich zum Bauen. Wegen Charts brauche ich mir jetzt auch, das ist auch ein Elite und für das aktuelle Event ist sowieso sehr nice, wenn man da ein paar Elite, gute Elite hat. Siehst du, wir wollten uns die Schildkröte noch nachher angucken. Hatte ja einer hier im Chat gesagt gehabt, ich soll mir mal die Schildkröte angucken. Auch wenn ich erstmal gucken muss, welche Schildkröte er meint hier. Vielleicht ziehen wir sie ja noch. Oder meinst du, nee, das ist ja, der, nee, ja, den meint er nicht hier. Episch. Oh, legendär. Also eins haben wir schon mal. Eins haben wir schon mal. Sehr, sehr cool. Eins haben wir schon mal. Sehr, sehr nice. Noch gar nicht viel gesammelt. Oh, guck mal hier. Da kriegen wir gleich was bekommen. Was bekommen. Angriff haben wir eine 40% Chance, plus 50% pro gültigen Treffer einen Bonusangriff zu gewähren, der bei allen Gegnern 80%. Ah, okay. Ah, ja. Nehmer. Und Rogge ist auch Elite. Ja, stimmt. Ist, glaube ich, auch für Free-to-Play-Teams teilweise, ne? Im Dungeon-Bereich. Nicht schlecht. Sehr stark. Gleich. Wir haben doch echt noch nicht viel Summons gemacht, ne? Sehr gut. Stabil. Kann so weitergehen, würde ich sagen. Kann so weitergehen. Eine Alternative zu Charles. In der Kombination mit Charles? Oder was meinst du? Kombination. Weil Alternative heißt ja eigentlich entweder Charles oder halt Rogge zum Beispiel. Oder meinst du wirklich alternativ halt? Genau. Achso, okay. Also, was jetzt genau? Entweder oder. Ah, entweder oder. Okay, also Rogge oder halt Charles. Naja, gut, ich habe jetzt Charles gemacht. Werde den dann noch weiterbauen. Ich werde heute Abend noch ein bisschen Klüfen und sowas farmen. Klüfen. I love it. Klüfen farmen. Beste Leben, Leute. Ja. Aber gehört halt dazu. Gehört halt zum Spiel. Ist halt so. Habe schon wieder Melitza bekommen. Sind die Feuermelitzer tatsächlich nicht so, ist nicht mein Favorite. Der sagt Lichtmelitzer, yes, Feuermelitzer, ja, nicht so. Nicht mein Fall. Freya! So, mal ein 10er sammeln, oder was? Zur Abwechslung. Komm, hau was raus hier. Episch. Santis. Cool. Und Windstrike. Oh. Ich glaube, das ist noch die Windstrike gewesen, die ich brauche. Tatsächlich ist es, glaube ich, noch die Windstrike, die ich brauche. Für das Ab. Ah, nee, das ist sie doch nicht mehr. Ich müsste das Sixstar machen. Ah, ja, okay. Also dann. Ey, dann muss ich sie ja jetzt sogar Sixstar.
Ich bin dir jetzt verpflichtet, sie zu sixtern. Ah, aber bei ihr habe ich echt Glück gehabt, was ich so... Also, ich habe sie sehr oft gezogen und sie war auch mein erstes oder mit erstes episches Monster, ne? Yay. Yeah. Stark, stark, stark. Weiter geht's. Noch kein nichts, ja, also noch keine 10er-Zahl, wo nichts. Oh, sehr gut, Silan habe ich ja bisher nur einmal. Hatten wir beim letzten Opening, glaube ich, gezogen, ne? Nochmal Silan. What the heck? Zweimal hintereinander? Ehrlich, zweimal jetzt hintereinander? Teil. Drei epische in 10 Summons. Gut. Sehr gut. Oh, guck mal, jetzt. Also an sich wären das 2 hintereinander gewesen. Richtig nice. Ah, auch wieder irgendwas. Episch. Aber 2 hintereinander. Oh, Zatlux. Hab ich halt auch schon voll. Aber richtig gut, wenn man den bekommt, so, Zatlux. Ah, nur ein. Guck mal, im letzten haben wir 3 bekommen, jetzt haben wir 1 bekommen. Aber gleicht sich so aus. Ja, gleicht sich aus. Ist in Ordnung. Guten Abend. Ein herzliches Willkommen hier, Raiki. Wie geht's dir? Okubi? Okubi war ja auch nicht so verkehrt, glaube ich, oder? Was konnte Okubi? Denke in Abstand Schadenzug beschwört dämonische Flora für 2 Züge. Bluten und Bluten, okay. Schadenzug entfernt alle positiven Effekte und wendet keine positiven Effekte. Ah, okay, blockiert also die Effekte und Widerstandssenkung. Hier auch nochmal Bluten und fügt einen zu einem negativen Effekt zu, um einen folgenden Werte zu senken. Verteidigung, Angriff, Geschwindigkeit, Crit Rate, Crit Schaden. Achso, das ist so ein bisschen lackabhängig hier, ne? Mhm. Was, leider ist was angeschlagen? Auch Corona? Reiki, was ist los? Ich habe mich angesteckt durch den PC. Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Die 10er, wo nur Blues drin. Ja, das sind richtig, die sind richtig blitter. Bitter, wenn es nur blaue sind. Ja, das ist richtig. Das ist dann richtig finster. Pass auf, das ist jetzt bestimmt so. Pass auf. Ey! No joke! Sag doch sowas nicht. Jetzt mache ich Einzelsummons weiter. Also das ist ja... Warum hast du das gesagt? Das hat einfach das Game gehört, ja? Das hat einfach das Game gehört. Zack. Nix. Nix. Frechheit. Habt ihr heute deinen Lack geklaut? Eine Zedersammel und Brand... Oh. Light Brand bekommen? Das gibt's ja gar nicht. Aber ich hab den ja auch eine Zedersammel bekommen. Also das war auch sehr, sehr lucky. Das war richtig mies. Mehr als mies. Jetzt bekomme ich keinen epischen mehr. Habe ich hier schon irgendwie Prozente? Nee. Okay. Rea? Elson? Mulago? Oh, jetzt haben wir wieder was. Jetzt ist mal wieder was dabei. Episch. Nochmal Windstrikes. Ach, du verarsch mich doch nicht. Verarsch mich doch nicht. Hättest Hydresia. Prozent sind resettet, ja. Na, warte mal, bei Hydresia habe ich bei 89,90 bekommen. Das heißt, unsere Prozente müssten gleich wieder hochgehen. Unsere Prozente müssten echt gleich wieder hochgehen. Alles klar, Mevalex. Danke fürs Dabeisein. Setzer? Nee, immer noch nicht. Die Prozente sind nach unten. Komm, nochmal eine 10er. Ach, es gibt 3000er Limit. Du kannst 3000 Mobs nur haben. Das hatten wir auch bei dem Opening, was wir damals bei Daddy gemacht hatten. Dieses große Opening, das war ja gigantisch groß. So, komm, nochmal ein 10er Summon. Let's fight hier. Jetzt aber lass mich nicht im Stich hier. Awaken, lass mich nicht im Stich. Ist zumindest was Episches drin. Gacha. Und hacken. Weißt du, das Ding ist, ich bereue es manchmal, dass ich halt wirklich hacken, ich habe hacken, glaube ich, 4-mal fusioniert, den Rest habe ich bekommen. 5-mal sogar fusioniert, ich glaube 4 oder 5-mal. Ich bekomme ihn aber mittlerweile jetzt auch natürlich häufiger, logisch, durch die Zeit.
denke ich mir so, ja, okay, durch die Zeit, eigentlich hättest du diese Mühe gar nicht machen müssen, Hakri zu fusionieren damals, ne? War halt irgendwie, ja, die Zeit gibt dir halt keiner mehr zurück oder so. Oh, 5%, guck mal, hier 5% erhöhte Chance haben wir jetzt aktuell. 1 plus 5. Ja, dann können wir auch Einzel-Summons machen. Oh, ich kann nicht weitermachen? Vielleicht sind das schon die 5%? Nee, das sind sie noch nicht. Orak. Orak nehme ich auch noch gerne. Zarachi. Oh, ich kann auch nicht weitermachen. Das sind die. Das sind sie. Vielleicht schon bei 7%. I don't know. Nee, ist auch noch nicht. Jonathan. Jule, guck mal, dein Freund Jonathan. Einfach nur gebrochen. 6,5% haben wir jetzt aktuell. Also contestmäßig sind wir gerade noch bei einem, ne? Ah, wird eng. 4 Sätze. Wir sind bei 8,5%. Ah. 10% sind wir jetzt. Also, Contest kann man auch schon mal auflösen. 0 bis 1 hat gewonnen. Die Zeit an die Leute, die mitgemacht haben, ne? So. Drei. Das sind die drei. Nach 10ern ist garantiert, ja. Das stimmt. Zählt das eigentlich auch für die Elementsachen? Nein. Ich habe ja noch ein bisschen was, ne? Ja, zählt das eigentlich auch dafür? Nee, ne? Ah. Schade, okay. Ja, das eröffnen wir ja dann. Das öffnen wir aber nicht jetzt. Beschwören. Ach, Mann, ey. Vor allem garantiert. Du hast dann einfach nur eine 20% erhöhte Chance. Ich gebe hier aus, ey. Ich stoppe doch jetzt nicht. Reiki schon komplett enttäuscht, komplett gebrochen. Hier ist der Rogge. Also die Alternative auf jeden Fall. Zum Charles. Oh, ich kann nicht tippen. Gutes Zeichen. Komm. Das ist episches. Hassel. Sag mal jetzt im Ernst. 16%. Ey, ihr macht meine Kristalle hier alle, ey. Kompletto. Nur für so ein legendäres. Miese Geschichte hier. Rage Summon, ja, aber das Ding ist, du weißt ja, dass deine Prozente hier hochgehen, ja. Das ist ja zumindest mal was Gutes. Aber ey, das gibt's ja gar nicht. Jetzt bin ich doch bei 20%. Ey, so viel wollte ich gar nicht ausgeben. Ich hab zwei Stück hier. Legi da, Karo Arm. Ja. Jetzt, das muss so sein. Das geht gar nicht anders. Ah ja. Oh Gott. Dafür habe ich jetzt die Kristalle ausgegeben. Wieso? Nein. Ja, das sollte es. Ja, dieses Pity-System sollte es auf jeden Fall in SW geben. Oh nein. Ach komm. Hätte ich vielleicht auch dafür ausgeben können. Also von den Legendären finde ich sie mit unter anderem mit am schlechtesten. Je nachdem. Also von den Legendären, ja, wenn man da jetzt danach geht. Die nicht so geil. Ah. Hätte das eigentlich auch dafür gezählt hier, für die Begrenztbeschwörungen? Weil dann kannst du dir ja immer zumindest einen von den dreien garantieren. Nee. Ist echt Mist, okay. Reiki, weißt du das? Weil hier unten stehen ja immer noch dann immer die Prozente bei diesen Summons hier da. Wäre interessant zu wissen, ob das halt dazu zählt. Also, jetzt haben wir jetzt nicht mehr die erhöhte Prozentchance. Nee, geht nicht. Oh, das ist ja schade. Sonst hättest du dir ja immer eins garantieren können. Ey, das wäre zu gut gewesen. Hättest du dir echt immer eins garantieren können. Ist allgemein eine sehr geile Rotation hier. Das
getrennt. Ah, oh, schade. Das wäre zu gut gewesen, ey. Wenn du dir hier Gangelo einfach mal gönnen könntest. Safe Gangelo oder so. Oder Blackhorn. Beide geil. Beide geil. Joseph? Connor? Anna? Hm? Ah, noch nicht mal ein episches, wie Mau. Nicht mal ein episches. Und Leute, jetzt machen wir das auf. Das Ding ist, ich habe noch nie was daraus bekommen. Noch nie. Never ever. Nie. Na, eigentlich das hier. Ah ja. Noch nie. Hat hier schon mal irgendjemand ein Legit rausgezogen? Aus diesem alter Beschwörungskristall? Geile Musikauswahl. Ja, das ist jetzt aber nicht der alte Schinken. Das ist allgemein so 80er, 90er. Ja, schon dreimal? Ich noch nie. Nicht einmal. Hab noch nicht benutzt. Was? Du hast noch nicht genutzt? Echt nicht? Hast du noch nicht Turm 100 gemacht oder so? Komm. Sei mein erstes Mal in Legi da drin. Komm, 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 komm. Nee. Gönnt mir nicht. Gönnt mir nicht. Mugner. Der Doppelköpfige.